Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Anno. Und kaum begrüße ich euch, geht der Umsatz schon wieder runter. Geil. Ja, ich brauche Handwerker. Aber die Grundbedürfnisse fehlen irgendwie. Es fehlen natürlich 5 Einwohner, es fehlt eine Schule und es fehlt Seife. Ja, die Seife ist auf dem Weg ins Lagerhaus, meine Lieben. Die Seife kommt! Ja, und bis dahin kann ich die scheiß Aufgabe hier für einen Kollegen hier nicht machen. Wer ist das? Jedes Schiff braucht ein festes Ruder. Ja, hast du richtig erkannt. Ui, FPS-Einbruch. Oh, was haben wir hier? Eine Aufgabe. Das ist von großer Bedeutung für Königin und Vaterland. Ich bin ein begeisterter Holzschnitzer, wissen Sie. Ja, geben Sie mir einen Beitel, ein Hohleisen oder einen Klüpfel und ich bin höchst zufrieden. Allerdings bin ich so eifrig, dass mir das Holz ausgegangen ist. Muss ich jetzt 4000 bezahlen? Machen wir mal. Und Abmarsch. Nee, ich krieg 4000. Ich muss ihm 39 Tonnen Bretter liefern. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Machen Sie Ihre Insel bereit, sich zu verteidigen, um im Falle eines Angriffs abwehren zu können. Platzieren Sie entlang der Küste Hafenverteidigungsanlagen, um Ihr Kontor zu schützen. Ein Kanonenturm kostet 4000. Kostet aber halt auch Kanonen. Ja. Habe ich nicht. Wie viele Kanonen habe ich denn? 3. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wie viel braucht er? 39 Tonnen. So. Das ist einfach. Archie, bin auf dem Weg. Aber vielleicht hier im Gefängnis oben auch noch eine Aufgabe? Nein. Was ist hier? Ah, das ist einfach eine andere Insel. Da ist gar nichts los. Haben wir vielleicht hier eine Aufgabe? Wir können ja auch hier noch ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt es ja plötzlich eine Aufgabe oder so in Bright Sands. Handel und Industrie. Eine Weltausstellung. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Was habe ich genossen? Gib mir einfach das Geld. Überaus reizend. Dankeschön. Archie, dann geh du mal dein Zeugs bauen. Aber noch eine Tonne Bretter hier drauf. Ja, ja, das macht nichts. 400 Arbeiter in Reserve. Die Bevölkerung steigt, das ist eigentlich gut. Und er hat einen Handel abgeschlossen mit uns, der Archie. Sensationell. Benachrichtigung. Ah. Alles nur speichern und Archie. Was ist das? Kein Plan. Ihr seid auch schön am Fischen, das ist gut. Ah, Handwerker. Ich glaube, ich muss hier so ein Häuschen ausbauen, um an Handwerker zu kommen. 18 von 20 Bewohnern. Unzufriedener Bauer, wieso? Wieso bist du unzufrieden? Luxus. Ihrem Volk gefällt die Kargheit ihrer Stadt nicht. Zufriedenheit minus 17. Ah, sie haben kein Wirtshaus in der Nähe. Ja, das ist natürlich problematisch. Kein Wirtshaus in der Nähe. Wir haben ja hier oben eins. Und hier. Aber die werden natürlich vom Wirtshaus nicht betroffen sein. Machen wir hier noch eins. Minus 20 Unterhalt, 500 Dollar. Ja, wir haben ja jetzt erst gerade vom Archie bisschen Kohle bekommen, dann können wir das machen. Das ist hier nicht gut. Fehlende Ware. Es fehlt Wolle. Aufstandswahrscheinlichkeit hoch. Das ist nicht gut. Und die Bauern sind glücklich, die Arbeiter nicht so. Es fehlt wahrscheinlich immer noch an Seife. Und es fehlt was? Eine Kirche oder ist das eine Schule? Eine Schule. Bietet ihren Einwohnern Dienstleistungen an.
Könnte ich eigentlich machen, ne? Kostet 2.500. Gespeichert. Soll ich eine Schule bauen? Da brauche ich mehrere Schulen, ne? Soll ich gucken, dass die Bauern eine Schule kriegen oder die Arbeiter? Besser die Arbeiter, oder? Hat das Platz hier? Nee. Hier mach? Auch nicht? Hier? Hätte es Platz. Ja, eins. Ah. Wo baue ich denn am besten die Schule? Bilden wir. Ja, komm hier. Und die hier unten. Das ist aber alles so nah beieinander, ne? Das ist halt. Auch nicht so geil. Wenn ich das hier machen würde. Könnte ich halt ein Bauernhaus wegmachen. Wir könnten es versetzen, das Bauernhaus. Nach, wohin? Machen wir das Bauernhäuschen hin. Machen wir vorübergehend dahin. Wir bauen hier die Schule. Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Thomas beginnt das Gute in ihnen zu sehen. Ah ja, moin. So, meine lieben Bauern, ihr dürft jetzt, ihr bekommt noch einen anderen Wohnort. Ja. Ah, so, im Nix. So, die Schule bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Generiert es auch Geld? Wenn es Geld generiert, ist es natürlich gut. Kann ich mir das jetzt bauen? Nee, es fehlen mir immer noch Kanonen. Ja? Ah, S7. Okay. Oben ist die Kanonengießerei, oder? Köhlerei. Lagerhaus. Kanonengießerei. Die sind dran. Das ist schon mal gut. Attraktivität geht immer weiter runter. Das ist nicht gut. Wegen der Umweltverschmutzung halt, ne? Unorte. Metzgerei. Vasenmeisterei. Siederei. Muss irgendwie ein bisschen Plus machen. Feierlichkeiten, Weltausstellungen und Feierlichkeiten ihrer glücklichen Bevölkerung. Ja. Kultur. Kultur. Ja, ich kann was für die Kultur machen, ne? Und ein paar idyllische Parks bauen. So Ulmen bauen und. Eine Zitterpappel und alte Tränke. So eine Sache. So eine Sachen halt, ne? Ein Brunnen. Ubisoft Club, ja, weg damit. Das Bier könnte ich halt auch langsam mal probieren. Oh, guck mal, Seife haben wir, das ist gut. Zwar nur eine Tonne. Eine haben wir keine. Eine Tonne Seife, ja gut, eine Tonne Seife ist ja viel, ne? Also. Boah, wow. Ein schöner Marktplatz, der alle hier. Bewirtschaftet, sag ich jetzt mal. Hier, das Wirtshaus ist auch gut. Jetzt sind sie wahrscheinlich ein bisschen zufrieden. Zufriedener Bauer. Schnaps fehlt wieder. Muss ich. Ja, die Bauern, die wollen natürlich Schnaps trinken, ne? Ich habe eine einzige Schnapsbrennerei hier. Wo ist denn die? Das hier? Muss ich wohl eine zweite bauen, ne? Das da ist ein Lagerhaus. Wo baue ich denn die Schnapsbrennerei hier? Ja, komm. So schön am Fluss. Am Fluss dran, ein bisschen Schnaps hier. Produzieren. Zack. Wie viele Einwohner kann ich denn maximal haben? 2000. Ja, kann ich mal nicht mal mehr so viele Bauern. Was hat er denn für einen Handel abgeschlossen? Weiß ich nicht. Gucken wir mal, ob es vielleicht eine neue Aufgabe. Ja, hier, guck, neue Aufgabe. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ja. Ach du meine Güte, das Schiff der Legation wurde in einem Unwetter zerstört. Der Vertrag kann nicht unterzeichnet werden. Solange sie nicht in mein Hafen zurückgekehrt ist und umgehend mit einer guten Prise Riechsalz aufgerichtet wurde.
Ja, was will er denn? Es gibt auch wieder 4000 Dollar. Und ab geht die Post. Retten Sie die Schiffbrüchigen. Wo sind sie denn, die Schiffbrüchigen? Da irgendwo. Also, liebes Schiff, liebe Libertas. Gespeichert. Ist das Schiff auf dem Weg? Nee, ist es nicht. Dann düs mal dahin. So, da haben wir ja genug Zeit. Müssen wir eigentlich ihm nichts abgeben für. Einfach zwei, die Schiffbrüchen retten. Da haben wir 30 Minuten dafür Zeit und es gibt ein bisschen Geld. Also, alles gut. So, mein lieber Arbeiter, fehlendes Gebäude. Das ist wahrscheinlich die Kirche, ne? Eine Kirche fehlt auf dem Dorf. Unterhalt 50, kostet 2500. Ja, die Kirche könnten wir hier hinten bauen oder irgendwo. Oh Mann, ey. Wo baue ich denn den Mist? Muss ich fast hier hinten, ne? Komm. Nur eins noch rüber versetzen, oder? Dann passt das. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Der Sprengmeister fragt sich, ob sie in der... Was soll ich denn ändern? Ich will wissen, was er gesagt hat. Der Kollege hier. So, das Schiff, ist es schon da? Ist es noch nicht. Aber bald. Fuck. Muss das hier rausnehmen. So. Bietet ihren Einwohnern diese Dienstleistung an. Halleluja. So. Bist du zufrieden wegen der Scheißkirche? Gut. Ihr Volk weiß, die freie Zeit zu schätzen. Was ist das? Aber nur noch minus 3. Es fehlt noch das Bier. Ja. Das ist ein Luxusgut. Was ich fehlt bin das Herr Bier? Shuo, Prinzessin Xing. Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde. Okay. Prinzessin King leitet die Niederlassung ihrer Familie in diesen Gefilden mit so ruhiger Hand wie möglich. Sie wird erfreut sein, mit ihnen in Kontakt treten zu können, doch hüten sie sich in ihrem eigenen Interesse vor kulturellen Missverständnissen. Diplomatie. Wir haben Frieden mit ihr. Oh, guck mal hier. Was können wir denn machen, damit wir verhandeln können mit ihr? Ruf beeinflussen, diplomatische Verträge erbitten oder bestehende aufheben. Also ihr Militär ist auf einem guten Level, also besser als bei uns, aber meine Wirtschaft ist besser. Reden wir mal ein bisschen mit ihr. Einschmeicheln, beleidigen. Erfolg, absolut sicher. So, ein Geschenk anbieten, um eine Aufgabe ersuchen. Wir schmeicheln uns mal ein. Ein anmutiger Anblick. Ah. Okay. Um eine Aufgabe ersuchen. Bitten Sie um eine Aufgabe, um Ihren Ruf zu verbessern. Ihr Ruf verschlechtert sich, wenn Sie sie nicht erfüllen. Wollen wir mal Verträge machen? Handelsrechte ersuchen. Könnten wir eigentlich probieren, ne? Wie in der Kunst schätze ich die Liebe zum Detail. Ruf 7000 bezahlen für Handelsrechte. Ein Gegenvorschlag. Ich ablehnen. Verspüre Trauer. Dann verspürst du halt Trauer. Dann schmeicheln wir uns nochmal ein. Komm, sag. Ich glaube, diese spezielle Lektion überspringe ich besser. Oh. Ich verspüre Feindseligkeit. Feindseligkeit? Dann geben wir ihr ein Geschenk. Ich bin dankbar für ihr dargebrachtes Vertrauen. Okay. Ein Nichtangriffspakt erbitten. Für 3 Stunden. Meine Aufgabe ersuchen. Ja, Moment mal noch. Zuerst hier... Ah, das ist sie jetzt. Das ist die King, ne? Wird das Meer hier nicht vom Wüstensand? Okay. Wir hatten noch nie so eine krasse Wirtschaft. Zupfe ich die Zheng, während ich unter einer Trauerweide sitze.
Sitzt du unter deiner Trauerweide? Das ist okay. Was ist das? Eine Schule? Spielstand gespeichert. Ihr Schnapsbrennereien. 3 Stück. Okay. Sie will es wissen. Ja, hier. Oh, hat sie schön gemacht hier. Oh ja, ja, ja. Also, suchen wir mal die Schiffbrüchigen da drüben. Hier, das Schiff schön am Stehen und die Schiffbrüchigen lassen wir einfach mal da liegen. Kein Problem. Scheiß auf die Schiffbrüchigen. Ach, guck mal, der Umsatz ist gut. Wir machen ein bisschen Geld. Das ist super. Hier, die bergen wir auch noch kurz. Sensationell. Liefern Sie an Blakes, diplomatischer Clipper, 2 erschöpfte Delegationen. Wo muss ich das hinten? Wo muss ich die hinbringen? Ah, hier. Ah, lol, ich habe hier geschaut. Ja, zum Gefängnis muss ich sie nicht bringen. Das ist nicht die beste Idee. Das merkt man, dass das so ein bisschen orientalische Leute sind, ne? Die haben halt überall Bauernhäuser. Hat sie denn eine Feuerwehr? Was ist das? Eine Karawane? Ah, die gehen ins Wirtshaus, sie gehen jetzt saufen. Arbeiterhäuser hat sie auch. Das ist eine Parade. Kirche hat sie auch. Hier noch eine Parade. Oh, oh. Nicht schlecht, Herr Specht. So, blödes Schiff, machen wir ein bisschen schneller. Ah, das Ansehen ist gestiegen oder was? Nee, es wurde eine neue Insel entdeckt. Hier oben. Okay. Alles klärchen. Und die hier. Interessant. Ja, hier könnten wir vielleicht ein bisschen Industrie dann mal bauen. Hier Zinnvorkommen. Lehm, Eisen, Kupfer. Könnten wir so eine Bergarbeiterstadt machen draus. Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder nur mein Darmtrakt. Oh Gott, erspar uns die Details. Wo ist denn mein Schiff? Ah, hier. Ja, wir sind bald da, meine Lieben. Dann kann ich mein Geld abholen, da habe ich wieder ein bisschen was. Das ist sensationell. Was haben wir denn hier? Erschöpfte Delegation. Oh Gott, was ist denn du für eine Nase, meine Liebe? Schade ist das Schiff so langsam, aber was soll's. Macht auch noch gut Schaden, das Schiff hier, ne? Sind Sie soweit? Selbstverständlich, Herr, mit der Kohle. Wenn ich mir diese kleine Flapsigkeit erlauben durfte, allererste Sahne. Allererste Sahne, da haben wir's. So, zurück ins Städtchen, was ist das? Ein funkelndes Juwel der Krone. Wie viele Kanonen haben wir mittlerweile? 14 Tonnen. Dann bauen wir jetzt mal einen Kanonenturm. Hier. Oder? Oder hier? Machen wir mal hier. Oder in der Mitte. Oh, ich könnte den sogar hier vorne bauen. Okay, machen wir ihn hier. Wie viel kostet der? 4000. Das ist als Belohnung, dass ich die Quest abgeschlossen habe. Wie sieht's aus mit der Seife? Haben wir da mittlerweile genug? 5 Tonnen. Ja, das stapelt sich alles jetzt. Wunderprächtig. Im Bau. Bildet furchteinflößende Füsiliere aus. Oh. Oh, jetzt geht's wieder hoch. So hoch war ich glaube noch nie, ne? Verbrauchssteuer, oh, plus 2000 dank den Arbeitern. Königliches Steuern, minus 40. What the fuck? Verbrauchssteuer, Bauern haben wir ein bisschen wenig. Jetzt geht's wieder runter. Juhu! Bist du bald fertig mit Bauen hier? Uns geht das Material aus. Es fehlt an Wolle. Okay. Ja, ich hab schon 3 Schäfereien. Ich meine, was soll ich machen? Wie sieht's mit der Arbeitskleidung aus? Wie viel haben wir? Nur 2 Tonnen. Oh. Das ist nicht viel. Ne, nur 1 Tonne. Das ist nicht viel, aber was willst du machen? 1160 Arbeiter. Tag für Tag diese Plackerei. Ja. Alles nur, weil du kein Bier hast, ne? 18 von 20 Leuten.
19 von 20, 18. Mal irgendwo schon 20 Leute drin. Gespeichert. 20. Ah, ich könnte das jetzt ausbauen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Zeitalter der Handwerkskunst. Jetzt habe ich die Handwerker. Ja, sehr schön. Jetzt verstehe ich, wie ich an die Handwerker komme. Ja, wunderprächtig. Wie viele Einwohner kann ich mittlerweile haben? Immer noch 2000. Kann das so gedruckt werden? Oh, die Zeitung wieder. Wir haben Handwerker. Und die wollen Würste. Super. Oh, jetzt haben wir hier neue Gebäude freigeschaltet. Fenster, okay. Fleischkonserven, Rathaus, ah. Nähmaschinen, Varieté, okay, das ist ein Theater. Jetzt mal gucken wegen den Würstchen. Ich habe eine Metzgerei. Wo ist die? Da. Bauen wir eine zweite Metzgerei halt. Bauen wir die? Die Werft ist bereit, das erste Schiff vom Stapel laufen zu lassen. Alles wartet auf dein Zeichen. Wir brauchen Würste, meine Liebe. Bauen Sie eine Fregatte. Oh, sehr schön. Sehr gut. Das Geld kommt jetzt auch immer mit der Zeit immer mehr. Hier können wir auch noch mal zu Handwerkern ausbilden. Ich habe aber immer weniger Attraktivität. Das ist super. Alles, was ich liebe. Wir bauen jetzt das zu Handwerkern aus, das Zeugs. Ich muss es einfach nur auf 20 bringen, ne? Ich muss ein bisschen mehr auf die Zufriedenheit der Leute gucken. Ein Wirtshaus fehlt hier unten ebenfalls. Dann bauen wir. Ja, stimmt, ich habe kein Wirtshaus hier unten. Gar keins. Dann machen wir neben die Kirche. Komm. So. Aber auch ein Wirtshaus jetzt. Alles können ja in Ordnung, alle soweit. Zufrieden sein. Wie sieht's mit dem Schnaps aus? Ich habe ja zwei Schnapsbrennereien. Das müsste jetzt eigentlich laufen. Jetzt baue ich halt noch das Bier, ne? Mittlerer Hafen. Was brauche ich? 250 Handwerker brauche ich dafür. Wow. Paprika-Farm, Rinderfarm. Oh, da habe ich gar keinen Platz auf der Insel bei so viel Mist, wie ich schon gebaut habe. Naja. Oh, die Zeitung muss ich noch kontrollieren. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Erste Handwerker treffen ein. Die Beziehungen zu Anne Harlow haben sich jüngst verschlechtert. Melden verärgerter Botschafter wegen grundlegender Differenzen zwischen uns. What the fuck? Dass in Ditchport keine Kirche gibt, hört man anderswo immer häufiger Gerüchte, die Stadt sei eine Hochburg von Teufelsanbetern. Natürlich ist kein Wort davon wahr, aber ohne Kirche werden wir wohl noch länger mit dem Ruf gebrannt werden. Ja, wie habt ihr jetzt die Kirche? Hypnose oder Konsumverhalten? Gibt mehr Einkommen? Oder besserer Einfluss? Knappheit, was ist das? Geht noch nicht. Das ist eine wunderbare Idee. Ja, ja. Ich weiß, du bist nicht begeistert, aber es macht nichts. Was wäre das hier? Ich kann nicht glauben, dass ich nicht von selbst darauf gekommen bin. Wir machen die Hypnose. Das Minus können wir von mir aus mal machen. Ja. Öffentlich. War das jetzt schon? Ist diese Last das Gefühl der Schande? Prinzessin King gefällt nicht, dass sie Propaganda einsetzen. Einfluss verloren. Sie haben Einflussbonus verloren. Oh! Warum? Ja, mei, gibt's. Die Attraktivität geht auch runter, ne? Ja, halt wegen der Umweltverschmutzung und den Unorten. Auch unbedingt. Ja, ich muss. Sehen meine Augen? Hundehaufen, wohin man schaut. Ja, dann wischst du doch selber auf. Was ist das Problem? Beobachtet. Wir haben wieder keine Schweine. Ihr habt doch hier eine fucking Schweinezucht gemacht. Wenigstens läuft jetzt mit der Kohle ein bisschen. Ich habe bald das Maximum an Einwohnern. Ja, das Bier fehlt halt immer noch, ne? Das Bier fehlt ja nicht. Aber wir machen jetzt hier nochmal ein paar Handwerker draus.
Ich habe ja mehr als genug Arbeiter. Spielstand gespeichert. So. Dann bin ich dann bald mal bei den 2000 Einwohnern, kann ich nicht mehr haben. Da habe ich jetzt mehr als genug Handwerker, das ist super. Ja, liebe Metzgerei. Brauche ich noch eine dritte Schweinefarm oder was? Machen wir halt eine. Wollen wir mal hier ein Lagerhaus? Ah, da oben. So, ich mache ja alles mit Feldwegen, weil... Ja. So. Brauchst du noch Schweineställe? Also, 1, 2, 3, 4. Ich will das eigentlich drehen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Boah. Machen wir es halt. Machen wir es? Müssen wir die Vasenmeisterei versetzen, vielleicht ein kleines bisschen. Ja. Ups. Und den fünften Schweinestall hier machen. Da können wir noch ein paar. Ja, ein paar. Ein paar Ulmen machen wir hin. Komm. Ja. Ja. Und so. Komm. Ein paar Bäume für die Schweinchen, dann ist da was zum Angucken haben. Mal hier mal gucken, Diplomatie. Wir haben Krieg mit Anne Harlow. Woher kommt die Meldung denn? Wer bist du? Die hat verdammt viel Militär. Ist die rachsüchtige Anführerin einer gottverlassenen Bande und der letzte Jubelschrei der Piraterie. Geboren wurde sie als Adlige und musste miterleben, wie ihr Vater wegen Widerspruchs gegen den König gehängt wurde. Im Exil hat sich Anns Verlangen, die Krone und die soziale Ordnung zu zerstören, durch die Ankunft einer neuen, verwundbaren Königin nur noch gesteigert. Wollen wir uns mal ein bisschen einschmeicheln? 8000, das schenke ich ihr definitiv nicht. Schrecken der See. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Sie fühlt sich geschmeichelt, machen wir nochmal. Sprunghaft, rachsüchtig, teuflisch. Ja, das klingt ganz nach mir. Ein Friedensvertrag. Erfolg unmöglich. Lol. Der Handel ist geplatzt. Okay, ein Waffenstillstand? Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Will sie 17.000 dafür? Blaurock. Blaurock, okay. Ja, ich will jetzt keinen Krieg anzetteln. Komm, lass uns... Ich mach mich mal noch ein bisschen ein. Sie bewundern den Schwung meiner Augenbrauen? Nicht doch. Sie beschämen mich. Was ein Kompliment. Oh. Immerhin noch mal ein bisschen was. Ein Geschenk. Es beschämt mich, Ihnen zu widersprechen. Sie lehnt das Geschenk ab. Okay, naja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben ein bisschen was gemacht. Heute, wir haben ein bisschen Diplomatie erforscht und, haben wir hier eine Aufgabe vielleicht? Haben wir nicht. Haben wir bei ihr eine... Ah ja, guck, wir haben eine Aufgabe bei ihr. Das machen wir dann morgen. Wir haben ordentlich was gemacht heute. Die Zeit geht so schnell vorbei beim Anno-Spielen. Es ist krass, wie viel Spaß mir das Spiel macht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. War ein super Part. Wir haben die Diplomatie ja mal jetzt kennengelernt. Wir haben endlich Handwerker. Das geht alles ein bisschen voran. Ich habe ein bisschen Kohle gemacht heute. Das ist super. Es wird immer besser. Ich weiß, ich habe die Stadt richtig schlecht aufgebaut, aber ich bin halt ein Anfänger. Und ja, wenn es sein muss, töte ich dann den Edward und nehme seine Stadt ein und dann habe ich schon eine gute Stadt, die schön aufgebaut ist, da kann ich meine so hässlich wie möglich machen. Kappa. Nee, Spaß. Ja, es wird immer besser. Ich kann ja alles versetzen, wenn ich will. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Tschüss.